Wo sind wir gelandet? Wir stehen auf dem Forupa Camping, einem Selbstversorgungscampingplatz hier im Ort Nore Forupa, direkt in den Dünen. Wir können auch vom Platz aus direkt ans Meer gehen. Ein kleiner Weg durch die Dünen führt unten an den Strand. Ansonsten ist man in 5 Minuten an der Kirche und an einem Supermarkt, wenn man gleich rechts aus dem Campingplatz herausgeht. Und ansonsten linksrum in 5 Minuten am Hafen. Der Platz kostet so roundabout, wenn wir es umrechnen, 20, 22 Euro. Bezahlt werden kann vorne am Eingang über ein Terminal, das wir euch gleich zeigen. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Gehen wir drauf ein, wenn wir vorne sind. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Wir sind ungeplant 3 Tage geblieben, weil wir den Sturm, der war, einfach abwarten wollten. Und haben hier die Zeit genossen, weil man gut Radfahren kann und direkt am Strand ist. Auf dem Campingplatz gibt es 2 Möglichkeiten, Mietobjekte anzumieten. Einmal diese relativ schlichten Hütten und später werden wir noch sehen, gibt es Häuser. Aber lasst uns erstmal zum Eingang gehen, wo man sich anmelden kann. Wir befinden uns hier dann gerade an der Anmeldung am Booking Terminal, wo du die Sprache auswählen kannst und dann spiegelt alles super. Ich hoffe, man kriegt es hin, entsprechend dann auswählt, was man haben möchte, mit wie vielen Personen, wo man stehen möchte. Eine andere Möglichkeit zu bezahlen ist im Menü, dem Supermarkt, den es im Ort gibt. Dort könnt ihr bis 16 Uhr ganz normal an der Rezeption euren Obolus für den Campingplatz hinterlegen. Ihr könnt auch dort schon die Servicekarte bebuchen, die ihr hier benötigt. Ihr fahrt dann einfach vor der Schranke, die ihr vorne gesehen habt, und automatisch durch Kennzeichenerkennung wird euch geöffnet. Sollte es mal nicht funktionieren, wie es natürlich wieder bei uns der Fall war, gibt es eine Servicenummer und es wird euch geöffnet. Vorne im Eingangsbereich befindet sich auch schon die Entsorgung, hier mit der Grauwasserschiene, der Kassettenentleerungsstelle, natürlich auch mit Spülwasser. Und die Frischwasserzapfstelle für große Mengen. Alles geht über eine Servicecard, die ihr aber auch hier im Waschhaus nochmal euch besorgen und aufladen könnt, beziehungsweise im Manny schon damit bucht. Sollte die Servicecard größere Guthaben noch übrig haben, wird euch das bei Abfahrt natürlich erstattet. Ihr müsst es nur beim Terminal zurückbuchen. So, gehen wir mal weiter. Die Wege sind geschottert, die Stellplätze sind ebenfalls geschottert mit Rasen. Zentral auf dem Platz gelegen gibt es das Waschhaus, zeigen wir gleich, und daran angegliedert einen wunderschönen kleinen Spielplatz, eingezäunt, damit die Kleinen nicht aus Versehen auf die Fahrbahn laufen können und sich hier ganz gut austoben können. Das ist eine der Stromsäulen, die wir euch gleich noch zeigen. Jetzt gehen wir erst einmal in das Waschhaus, in dem es verschiedene Möglichkeiten auch zum Kochen und zum Wäschewaschen gibt. Von außen findet ihr ein Spülbecken, wo ihr auch außen euren Abwasch machen könnt. Jetzt sind wir im Sanitärgebäude von Forupa Camping. Hier ist bestens für alles gesorgt. Wir haben hier einmal einen Wickelraum mit Toilette, wo du halt deinen Kleinsten, den du mit hast, versorgen kannst. Es gibt 8 Toiletten. Genügend Platz, alle mit Waschbecken, also auch gut ausgestattet, sind relativ sauber, liegt immer noch an, daran, wer vorher da war. Hier sieht es ein bisschen besser aus, aber auch Toilettenpapier zum Nachfüllen, Hygienebeutel, alles da, was man braucht.
Männer und Weiblein benutzen die gleichen Toiletten, aber ist ja zu Hause auch nicht anders. Überall hier im Gebäude stehen Auffangbehälter für verschiedene Müllarten, hier für Flaschen und so weiter. Es gibt einen Waschmaschinenraum, wo du deine Wäsche waschen kannst und auch zum Trocknen entsprechend einen Trockner. Wäschekörbe stehen zur Verfügung und du hast auch die Möglichkeit, das Gewaschene wieder aufzuhängen. Also von daher echt gut. Oben alles ist immer dreisprachig, Dänisch, Deutsch und Englisch erklärt. Und die Anleitungen sind echt jeweils idiotensicher. Alles wird hier mit der beim Eincheck erhaltenen Servicecard bezahlt, egal was du machst. Es kommen immer noch mal Gebühren dazu, die dann abgezogen werden. Ich glaube, Wasser kommt, glaube ich, auch dazu. Und wie ihr seht, Adapter nicht vergessen. Hier nochmal eine Übersicht über den Campingplatz. Aber die größeren Häuschen, die hier oben waren, die Plätze mit Aussicht auf die See. Wir stehen auf der 55, von hier aus siehst du nichts, aber dafür ist es herrlich windgeschützt. Und hier oben, wie auch diese Stellplätze, hast du Sicht auf die Küste, auf den Strand. Dann kannst du deine Servicekarte hier erhalten bzw. nachladen, Bedienung über das Panel folgen und entsprechend Karte aufladen, Rückerstattung. Wenn du Guthaben drauf hast, das du nicht verwertet hast, kannst du das bei der Abreise rückerstatten lassen. Wichtig ist, dass du das machst, bevor du nachher das letzte Mal durch die Schranke fährst, weil weg ist weg. Technikraum haben wir nichts mehr zu tun. Bleiben wir erstmal noch in den Sanitärbereichen. Wir haben hier unsere Behindertentoilette, die entsprechend die Hilfsmöglichkeiten hat, die man benötigt, wenn man nicht so gut zu Fuß ist. Für Biomüll haben wir hier solche Abfallbehälter, die dann auch entsprechend hier nochmal entsorgt werden können. Hier sind Duschen und weitere Toiletten. Hier gibt es auch ein Familienbäder. Hier kann ich euch mal zuerst zeigen, weil die habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Hier ist ein Familienbad mit allem. Ne? Also da kannst du auch 10 Kinder haben, die kriegst du alle hier rein. Ne? Immer wieder mit der Kantennutzung. Terminal hängt hier an der Tür. Und ja, Behindertenhocker, alles da. Sind etwas kleiner. Hier ist es auch angenehm warm drin. Schließen wir die Tür nochmal eben. Die normalen Duschen haben auch ausreichend Platz. Immer schön mit dem Schieber und entsprechend Platz, um deine Sachen aufzuhängen. Hier ist ein Thermometer. Wir haben hier 21,3 Grad. Also von daher, die Frisur sitzt. Wir können weitermachen. Jetzt kommt Alfreds Reich, die Küche. Bei uns kocht nämlich der Mann. Wir haben hier einmal innenliegende Spülbecken, nochmal Müllentsorgung und Gelegenheiten zu kochen. Die Kochplatten und der Backofen sind jeweils auch über die Karte zu nutzen. Du gibst hier deine Sektion am Terminal ein und kannst dann entsprechend die Küche nutzen. Spülbecken, Papier, Abfallbehälter haben wir auch wieder hier. Du kannst auch hier drinnen essen. Wir haben Mikrowellen und wir haben sogar Kühlschränke, die genutzt werden können. Und hier drüber wählst du aus, wie lange du dein Kochfeld nutzen möchtest oder deinen Backofen. Es wird dann wieder von deinem Guthaben auf der Karte abgebucht und entsprechend vergütet. Hier hat einer seine Teller hingeschoben, das gerne so mitnehmen. Hast auch einen Wasserkocher hier, Informationsmaterial liegt ja auch überall aus und die Mikrowelle kannst du so nutzen. Kühlschrank, ne? Ist was Leckeres dran.
Ja. Pepperoni. Hier ist jetzt nicht so viel drin, aber wie ihr seht, da ist noch ein Gefrierschrank. Ah, das ist Kühlschrank, das ist Gefrierschrank. Coole Geschichte, weil hier gibt es auch zwei Fischräuchereien, die super leckeren Fisch anbieten. Und was hier ist WLAN, den Code zeigen wir euch jetzt nicht. Aber das Ganze ist bis im hintersten Winkel echt mit einem guten WLAN ausgestattet. Besonders gut gefällt uns der Außenbereich, wo ihr auch Sitzmöglichkeiten habt, das, was ihr in der Küche gekocht habt, hier dann auch zu essen. Gehen wir eine Runde über den Platz. Hier ist der kleine Weg, der euch an den Strand führt. Einfach dem Trampelpfad folgen und ihr kommt durch die Dünen bequem zum Strand. Hier eine Wasserentnahmestelle bzw. auch nicht verkehrt, um die Füße abzuspülen, wenn ihr mit euren sandigen Füßen zurückkommt. Seht ihr? Da vorne leuchtet uns schon das strahlend blaue Meerwasser entgegen. Sind nur wirklich ein paar Meter, ist gut zu schaffen. Auf dem Stellplatz, jetzt nochmal den Blick in unseren Weg, gibt es Panoramaflächen, wo ihr einen Blick auf den Strand oder sogar auf das Meer habt. Ich nehme euch mal mit auf einen der vordersten Plätze. Diese sind leider etwas teurer. Zu den Gebühren sage ich euch aber nachher noch was. Da steht ihr auch völlig ohne Nachbarn. Ihr habt diese Fläche hier völlig für euch alleine. Super Aussicht, ein wahres Träumchen. Aber bei dem Wind, den wir hatten mit bis zu 80 km/h Böen, sind die, die hier standen, auch ganz schnell wieder verschwunden. Und wir waren froh, dass wir da unten in unserem sicheren Weg standen. Das hat ganz schön gerappelt. Dann gibt es noch hier oben das Plateau, wo auch gerne sich mehrere zusammentreffen und hinstellen, aber da war es genauso windig und das Plateau ist sogar einige Tage völlig frei geblieben. Also solltet ihr hierher kommen, schaut nach, wie die Windverhältnisse sein sollten, weil dann kann ich euch diese Plätze nicht empfehlen. Zur linken Seite seht ihr die größeren Häuser, die gemietet werden können, mit sämtlichem Komfort, die ein Ferienhaus bietet. Mit zwei Terrassen, einmal nach hinten, einmal nach vorne heraus. Und davor haben wir hier nochmal eine Außendusche, die mit der Servicecard dann entsprechend auch genutzt werden kann. Ob das Waschbecken vorne für die Hunde oder für die Füße war oder zum Spülen, wir haben es nicht ergründen können. Es stand auch leider nichts dran. So, dann haben wir noch die Müllentsorgung. Dafür gehen wir wieder zurück zur Einfahrt des Campingplatzes, wo ein größeres Holzgebäude sämtliche Container und Mülltonnen beinhaltet. Und wisst ihr was? Hier brauchen wir keine Servicecard. Die Tür geht von alleine auf. Einfach ziehen. Und dann könnt ihr euch an den Schildern orientieren. So, noch kurz zu den Gebühren von dem Platz. Der Platz hat ein Bezahlsystem, wo du einmal für den Platz, auf dem du stehst, zahlst und dann pro Person pro Nacht. Bei den Preisen gibt es eine Staffelung in C-, B- und A-Saison. Ich denke mal, jetzt Pfingsten fällt in die B-Saison, weil ansonsten kriege ich den Preis gar nicht zusammengerechnet. Und das, was hier aushängt, ist, glaube ich, auch nicht mehr der aktuelle Preis. Wir haben für 3 Nächte 590 Kronen mit 2 Personen mit dem Wohnmobil auf einem Platz ohne Aussicht, aber auch nicht vorne im Getümmel bezahlt. Ich weiß, dass die Plateauplätze oben kosten 50 Kronen, der normale Platz kostet 30 Kronen.
und die Aussichtsplätze kosten 100 Kronen pro Nacht. Dann kommt in der Vorsaison für 75 Kronen jede Person dazu. In der Hauptsaison sind es 100 Kronen und Kinder fangen an mit 35 Kronen. Dann zahlst du 50 Kronen Pfand für die Service Card. Die kann ich euch leider nicht zeigen. Alfred ist gerade duschen damit. Dann lädst du dein Guthaben für Strom, Wasser und das Duschen, Herdbenutzung da mit hinzu, wie du meinst, wie dein Verbrauch ist. Strom wird nach Kilowatt abgerechnet mit 35 Kronen, glaube ich, die Kilowattstunde. Duschen 5 Kronen? Ich weiß es nicht genau. 30 Minuten Benutzung der Kochplatten in der Küche bzw. des Backofens sind 20 Kronen. Wasser musst du zwar auch deine Servicecard nutzen, aber da habe ich echt den Preis nicht im Kopf. Das Einzige, was hier eigentlich umsonst ist, ist das WLAN, wobei das echt klasse funktioniert. Wir hängen hier mit sämtlichen Geräten dran und ob es jetzt der Fernseher mit dem Streamen ist, also YouTube schauen oder alle anderen Geräte, die wir mit haben, also das ist wirklich super. Haben wir schon anders erlebt. Last night, you were shooting pool, we were taking shots under the dim lights. Got a little smile, it knocked me off of my seat. I started falling for you, and I didn't know what to do, but I knew that I had to make a move. From the moment that I watched you walk into my life,